Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Die Laune in der letzten Folge, Alter, die ist ja richtig heftig gesunken. Denn ihr habt ja selber gesehen, erst alles super toll und schön, sie hat sich gefreut und dann... Fusion. Ach man. Wenn ich ein paar richtige Lockpicks finde, kriege ich die Tür vielleicht auf. Ich habe auf der anderen Seite was Interessantes gesehen. Mit Lockchips kann Elizabeth die Sachen öffnen. So, alles. Alles mitnehmen. Also Bioshock, das ist ja... Mann. So, Salze... erhöht die Schildkapazität, maximale Gesundheit. Machen wir mal das, dann haben wir alles mal so ein bisschen upgegradet. Hier, gut aufheben. Safe. Benötigt 5 Lockchips. Gut. Ah, Lockchip. Hier. Huch. Ah, dankeschön. Mann, die tut mir gerade echt leid. Jawohl! Das ist doch mal ein schönes MG. Die Zeit im Comstock House war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausbringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Mädchen sind überhaupt nicht dumm, sind wohl tolle Wesen. Na geile Scheiße. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Mit deiner verletzten Hand bist du bescheuert? Shock Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Yay. Welcome to the light. Da ist sie. Die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Und für alles dazwischen. Heiß, brandheiß. Hier gibt's Hot Dogs. Was gibt man kleinen Patrioten? Was ist patriotischer als ein Hot Dog? Holt euch Hot Dogs. Holt euch Hot Dogs. Hier. Geil. Wo ist Liz? Ach, da. Ist die First Lady noch zu sehen eigentlich? Nein. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist Schokolade! Schokolade! Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Schön, wie viele Details hier drin sehen. Was ist das denn? Läuft vor der 2.0 oder wie? Haben wir nicht, Box! Oh, die geht ab, Alter! Brenner! Noch jemand? Oh, ein Hotdog. Das war noch lange nicht alle.
Resolve? Nö. Irgendwie fehlt mir das Hacken von Bioshock 1 und 2. Elizabeth? Warte? Ach da. Mensch, Mädel, sag doch was. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Ach, alles Dricksäcke. Wollt mich umbringen. Die Spasten. Hast du davon? Arschloch. Sorry. Na, Langeweile. Hier, nimm die Waffe. Die macht mehr Spaß. Na, Langeweile. Nimm das MG. Macht mehr Spaß. Was zuvor? Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das Was? Da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. So, so, wer die Rosalind ist Physikerin. So eine Art. Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Yay. Oh, Spaß. Ich feiere das hier. Macht echt Spaß. Schwarz! Ist überhaupt nicht rassistisch. Bin ja auch kein Rassist, ne? Und so. Würde ich nie tun. Jeder Mensch ist gleich. Schwarz auf weiß auf orange, ne? Scheißegal. Oh ja. Oh, hoppla. Ich wollte eigentlich anvisieren. Das macht man ja mit Mausrad. Hoppla. Huiuiuiuiui. Immer langsam. Genug Bucke für alle da. Airship. Verdammt, wo müssen wir denn hin? Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Na dann mal los. Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. Na ja, klar. Höre mir. Wo kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Suche Jockey. Der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Das ist bestimmt da, wo ich vorhin reingerannt bin. Da hinten. Oder wollt ihr handeln? Ah, schau an, sie rennt direkt da auch hin. Handelt für eure Propheten. Huch. Uiuiui. Die sind echt übel zugerichtet aus durch diese Raben, Alter. Das ist so krank. So, Hall of Heroes, sag ich doch. Hall of Heroes ist auf weiteres geschlossen. Ach, ich komm da schon rein. So, drück's Knüpsche. Oh, fuck. Was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Ah, nein, nein, geht schon. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Hm.
Sicherungskosten. Ich bin ja geübter Elektriker. Oh, so kann man es auch machen. So, wo ist der N und der PE? Ach, eine Biene, ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was wird das? Öffne einen Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ sie. Ich versuch's ja! Schließ sie! Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Glaub mir, dein Einsatz wird noch irgendwann kommen. Mann, so voll verzweifelt. Voll verzweifelt, die Süße. Oh, Salz. So. Mach mal auf. Elizabeth. Bin dabei. Dankeschön. Fertig. So schnell, sag mal. Mann. Yay, neue Hose. Ausrüstung anlegen. Machen wir mal. 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz da und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Okay. Rechte Maustaste. Nicht schlecht. Ach so, das. Irgendwo kenne ich das. Hehehehe. Los, meine Lakaien. Uiuiui. Kann ich die von hier hinten? Ja. So. Schön zielen. Was ist das? Nein. Uah! Oh. Fuck, nicht genug Salz. Ich mag den nicht.
Boah, jetzt habe ich nicht mehr genug Salz. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Ja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Wo denn? So, sie braucht also einen Riss. Oh. Von hier oben hätte ich auch schießen können. Da geht's auch noch rein. Gott erschafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte in den San Juan Hill hinauf. Durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slade mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slade sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Da, ich hoffe, mein Turm. Weiß, wie viel Glück er hatte. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Hä, was? Ich hab nicht zugehört, sorry. So, gut, dann geht's wohl da hoch zum Propheten. Und Prophet, der Bruder, sage ich. Ich verabschiede mich für diese Folge. Kann ich noch eine Folge machen? Ja, eine Folge kann ich noch machen für die heutige Aufnahmesession. Da muss ich morgen weitermachen, weil ich gleich noch Besuch krieg. Gut, wir sehen uns morgen, übermorgen, nein, morgen wieder. 17 Uhr zu. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.